Die Polizisten Stefan Sindera und Paul Richter sind auf die Hochzeit ihres Freundes Erik eingeladen. Der Bräutigam will seiner Verlobten Marina im Hotel ihrer Eltern das Jawort geben. Doch während alle auf die Braut warten, mündet die Feier in einer Katastrophe. Da hast du es nicht auch noch die Augen brennen. Scheint es nicht der Einzige zu sein mit dem Problem. Ich krieg keine Lust mehr. Mir tut alles weh. Noch bevor alle Gäste realisieren können, warum ihre Augen plötzlich zu Tränen beginnen und sie immer schlechter Luft bekommen, folgt der nächste Schock. Wir müssen hier raus, Alter. Schaff du die Leute raus? Aus der Hochzeit wird für die beiden Polizeioberkommissare plötzlich ein Einsatz. Doch bevor die Beamten ermitteln können, warum allen Gästen die Augen tränen und was genau explodiert ist, müssen sie weiteres Unheil verhindern. Denn die Hochzeitsgesellschaft gerät in Panik, aber kein Fenster ist zu öffnen. Komm hier raus, komm hier raus! Komm hier raus, komm hier raus. Komm hier raus. Komm hier raus. Ruhe! Sindera. Ja, ich bin im Waldhotel Gerber. Hier ist irgendwas mit Gas. Schickt auf jeden Fall die Rettungskräfte. Ich bin so. Schickt bitte die alle verfügbaren Rettungskräfte hier raus. Ihr müsst hier raus, sie müssen ziehen, nicht verfügbar. Mit ganzer Kraft muss sich Paul Richter dem Gegendruck der nachströmenden Gäste entgegenstemmen, um die Tür offen zu halten und den panischen Menschen nach draußen zu verhelfen. Ruhig, ruhig, Luft holen, erstmal! Luft holen, Luft holen! Mama! Stefan! Gemeinsam im Großeinsatz. Die Aufstreife-Polizisten, die Spezialisten und die Ärzte der Klinik am Südring sind in diesem gemeinsamen Großeinsatz bis ans Limit gefordert. Zunächst muss das Team um Einsatzleiter Robin Garlert klären, was für eine Substanz ins Hotel eingedrungen ist. Denn die Hochzeitsgäste und die Räume des Hotels könnten mit einer gefährlichen Chemikalie verseucht sein. Bleiben trotzdem alle hier. Keiner rennt hier rein. Ich weiß, es ist kacke, wenn man nicht helfen kann. Ich wollte nur, dass sie jetzt hier nicht reinrennen. Die schicken wir am besten direkt rüber. Wir wissen noch nicht, wir warten auf den Einsatz. Noch bevor die Lage von den Spezialisten überprüft werden kann, geschieht ein weiteres Drama. Guck mal. Können wir dran? So, ja. Wir müssen okay. An den Schwester verletzen. Lass mich am Kopf. Ich arbeite euch zu, ja? Was brauchst du alles? Ich arbeite dir zu. Also, Rauchgangsinhalationstrauma. Ich brauche eine Intubation. Stethoskop, Stiffneck. Stiffneck. Und Kleiderschere. Ich hole einen Stiffneck. Kleiderschere liegt rechts neben mir. Kein A-Problem. Yes. Hören Sie uns? Komm, ich arbeite euch zu. Bereit schon mal alles für die Intubation. Es ist Tachypyrsch 25. Monitoring. Mach ich gefällig. Ja. Ich brauche einmal Stiffneck. So. Ja? Für die Immobilisation. Hochgradige Verbrennung. Wir intubieren dann jetzt erstmal und versuchen ihn stabil zu halten und bringen ihn dann raus. Also einen schwer verletzten Polytrauma. Der muss sofort in die Verbrennungsklinik. Pass auf, ich werde einen Hubschrauber holen. Bereitstellungsraum ist oben am Tennisplatz, okay? Ja, die sollen das sofort fertig machen und weg damit. Ja, alles klar. Der Patient war schwerstens verletzt. Der hatte multiple Brandwunden, hatte mit Sicherheit auch eine Rauchgasvergiftung, hatte Schmauchspuren im Gesicht, also Rußspuren, Rußpartikel an den Atemwegen und hatte multiple Prellmarken und andere Verletzungszeichen. Die Einsatzkräfte stehen vor einem weiteren Rätsel. Wieso hat der Koch Feuer gefangen? Hat hier jemand einen Anschlag auf das Hotel verübt?
Oder will irgendwer die Hochzeit sabotieren und plant weitere Anschläge? Die Feuerwehrleute errichten ein Zelt, in dem die Gäste gereinigt werden, bevor sie medizinisch versorgt werden. Bevor Paul Richter von der gefährlichen Substanz befreit wird, informiert er Einsatzleiter Robin Gahler. Pass auf, die Leute, die haben alle irgendeinen Scheiß inhaliert. Ich weiß nicht, war irgendwas in den Anlagen. Haben Sie das auch mitgekriegt? Ich hab's auch mitbekommen. Dann halten Sie ein bisschen Abstand, bitte. Okay. Okay, ganz ruhig. Wie viele Leute sind hier? Ich gehe von einer Hochzeitsgesellschaft von mindestens 30 Leuten. Ich weiß aber nicht, wer im Hotel ist. Okay. Ich weiß nur, dass viele, viele Leute letzten Endes mit mir rausgekommen sind. Ich weiß auch nicht, ob noch Leute im Gebäude sind. Gut, was ist genau passiert? Wir saßen innerhalb dieser Gesellschaft. Es gab Nebel oder beziehungsweise irgendeine Rauchgasbildung. Alle haben sich die Augen gerieben. Okay. Dann gab es eine Explosion. Alle sind raus. Ich habe versucht, die Leute rauszuziehen durch den Haupteingang. Bei diesem Einsatzort hatten wir noch einen Kollegen der Polizei, der zivil dort war. Er gab uns auch diese Meldung, er rief uns an und gab halt an, dass wir viele Verletzte haben mit Tränenaugen. Es gab eine Explosion wohl. Und da müssen wir natürlich ja behutsam rangehen und sehen, was haben wir jetzt für ein Szenario? Ist es vielleicht ein Terrorangriff? Ist irgendetwas passiert bei dieser Hochzeitsgesellschaft? Hat jemand einen Anschlag vorgehabt? Wir müssen ja mit allem rechnen. Der Einsatztrupp der Feuerwehr durchsucht sofort das Gebäude nach weiteren Hochzeits- und Urlaubsgästen. Auch Kollege Stefan Sindera ist noch verschwunden. Aber die Hotelbesitzer versetzt vor allem eine Tatsache in Angst und Schrecken. Wer sind Sie? Das sind die Brauteltern. Die Brauteltern, okay. Uns gehört das Hotel. Okay, super, super. Können Sie mir sagen... Unsere Tochter ist da drin. Die Tochter ist noch vermisst. Ja, wir wissen aber nicht, wo. Okay. Können Sie mir sagen, wie viele Leute noch in dem Gebäude sind? Nein, wissen wir, ist unmöglich. Also unsere Tochter ganz sicher. Ja. Und die Mutter von der jungen Dame. Okay. Also sind zwei jetzt noch vermisst. Sonst haben Sie aber keinen Überblick. Sie wissen nicht, wie viele... Nein, wir haben keinen Überblick bei dem... Okay. Ganz wir wissen ja selber nicht, was passiert ist. Ja, ganz wichtige Frage. Waren in der letzten Zeit Handwerksarbeiten? Was haben Sie für eine Heizungsanlage? Die wird regelmäßig gewartet. Die ja, ist das Gas oder Öl? Das ist Gas. Ja, ist sie im Keller? Ja. Okay, besteht eine Klimaanlage, sonstige Geräte in dem Gebäude? Die Klimaanlage, ja. Die Klimaanlage ist auch noch da. Ja. Gut, aber sonst wissen Sie erstmal gar nichts. Nein. Gut, wir werden uns um die Sachen kümmern. Behalten Sie erstmal die Ruhe. Der Rettungsdienst kommt sofort. Wir schauen nach Ihrer Tochter. Es sind Kräfte unterwegs, die das Gebäude durchsuchen. Unsere Tochter hat kurz bevor die Feier losgehen sollte, über Magenprobleme geklagt und wollte sich nur Tropfen holen. Okay. Und seitdem ist sie verschwunden, nicht mehr gesehen und nichts mehr gehört. Okay, also sie ist aus dem Saal raus ja. Und Sie wissen nicht genau, wo sie dann hin ist. Richtig, okay. Ja. Ja. Habt ihr das mit? Ja, haben wir alles gut, mit. Gut. Paul ist noch ein Kollege von uns, Arbeitskollege. Ja. Hast du noch irgendwas Näheres, was du uns erzählen kannst? Ja, also nur zur Lage selbst. Also wir waren drin, wir haben keine Luft mehr bekommen. Die Tränen liefen von allen Seiten ja. Oder von allen Beteiligten. Ja. Was, am Ende gab es noch einen Knall. Wir haben als erstes gedacht, irgendwie Leitung oder explodiert. Ja. Letzten Endes, das hat alles so einen Anschlagscharakter gehabt. Ne? Also erst Rauchgas, ja. Die Brauteltern Katja und Jürgen Gerber können sich nicht erklären, wer ihr Hotel am Hochzeitstag ihrer Tochter derart angreifen könnte. Zudem gibt es immer noch keinen Hinweis, wo sich das Brautpaar und ihre Trauzeugen aufhalten. Stefan Sindera wird ebenfalls weiter vermisst. Hallo? Hallo? Hier. Geht doch von der Perimeter auf Seite. Einmal stehen bleiben. Können Sie mich ganz kurz angucken? So. Einmal stehen bleiben, bitte. Stehen bleiben. So. Achtung! Sitzt das so gut? So. Damit komm! Die Situation im Hotel war unüberschaubar und brandgefährlich. Mein guter Freund Erik, der Bräutigam, lag bewusstlos am Boden. Ich selber war noch am Arm verletzt. Eine Frau lief noch panisch rum. Ich konnte jetzt unmöglich beiden helfen und sie dort rausbringen. Was für ihn der schönste Tag im Leben werden sollte, war so eine Katastrophe. Und jetzt galt es einfach, hier auf die Rettungskräfte zu warten. Da ist noch einer. Bitte? Hier ist unten noch jemand. Komm, da ist keiner mehr. Oh. Ein Gruppenführer für den Angriffstrupp.
haben eine weitere Person unten im Keller vorgefunden, nach oben zur Tür verbracht, werden jetzt übergeben. Geh mit dem Kollegen weiter auf Menschensuche. Das ist Erik. Wo ist Marina? Das ist Marina. Nein, warst du nicht bei Marina? Wo ist sie? Oh Gott. Wie geht's dir? Wie geht's dir, Junge? Komm erst mal zu. Hol mal Luft. Wo ist Marina denn? Wir dachten, du bist bei Marina. Sie ist hier. Du kommst zu mir. Du kommst zu mir. Gucken wir einmal drüber. Hast du die Braut gesehen? Die Braut fehlt noch. Es tut mir leid. Noch gar nichts. Ne? Ihr habt gesehen, wie sie aussieht. Ne? Ja. Aber es tut mir leid. Wir haben alle angefangen, auf einmal zu husten. Wir saßen in der Zeremonie und dann ging das los. Und dann ist eine Panik entstanden. Es gab noch eine Explosion. Der Paul ist schon raus. Den haben wir gesehen. Okay. Der hat's gesagt. Ja. Mehr kann ich nicht sagen. Merkst du das? Es war nachher alles vernebelt. Merkst du das? Ich hab da noch Gefühl. Wenn du das so machst, es tut halt wahnsinnig weh. Für alle Kollegen, wir vermissen auf jeden Fall noch eine Person im Gebäude. Guck mich einmal an. Das ist jetzt eine Aussage eines Polizeibeamten, der auch mit drin war. Das ist auf jeden Fall eine Aussage, die wir glauben können. Also eine müssen wir auf jeden Fall noch suchen. Eine müssen wir noch suchen. Komm mit, wir schleusen dich durch. Ja. Franco! Nimmst du den Stefan? Hallo? Feuerwehr? Hallo! Nimm mal mit. Zu einer Person. Der Gruppenführer für den Angriffstrupp. Hallo! Haben vorgefunden, zweiteilige Krebsstation. Keine weiteren Flammen sichtbar. Scheint, als wäre es eine Mehlexplosion gewesen. Gehen weiter auf Menschensuche. Kommen. Verstanden. Für uns war die Mehlexplosion eine Erklärung dafür, dass es zu dem Knall gekommen ist und der Koch sich wahrscheinlich dann in der Situation unfreiwillig angesteckt hatte. Zu dem Zeitpunkt war natürlich für uns erstmal wichtig, dass die weitere Rettung der Menschen des Gebäudes im Vorrang stand. Nach Einschätzung der Beamten kann die Mehlstaubexplosion aber nicht für die Atemnot und die Augenreizungen der Gäste verantwortlich sein. Irgendeine gefährliche Substanz muss schon vorher ins Hotel eingedrungen sein. Nicht nur vor Ort, auch in der Klinik am Südring stehen Frederik Seehauser und Dr. Sebastian Börner mit ihrem Team vor einer nie dagewesenen Ausnahmesituation. Folgendes, Mannstufe 2 gerade ausgerufen, worden. Wir haben relativ wenig Zeit. Wann kommen Sie an? 10 bis 15 Minuten, ein Schwerverletzter. Okay, komm mal. Hier, jetzt aufgelöst, da hörst du es. Er bleibt da. Armbändchen? Okay. Genau, voll im Maske. Hast du die Anästhesie und die Chirurgie angerufen? Entschuldigung, was war das? Eine Sekunde, Karl. Hast du Chirurgie angerufen? Okay, Schockraum fertig machen. Okay. Können Sie uns vielleicht sagen, was jetzt bei uns ist? Was passiert denn jetzt? Setzen Sie einmal hin. Also wir haben gerade hier eine Ausnahmesituation. Genau. Es ist ein großer Unfall passiert. Es kommen mehrere Schwerverletzte. Sie müssen jetzt erstmal warten. Okay. Ja. Sie kriegen solche Bändchen um, das macht der Kollege sofort fertig. Behandlungsraum ist fertig. Ich gehe kurz zur Radiologie rüber, bitte einmal alles durchkategorisieren. Ja. Ich versuche jetzt den Hintergrunddienst noch zu erreichen. Einmal nochmal bitte durchsagen. Intensiv anrufen? Hab ich. Okay. Okay, also. Sie kriegen einmal so ein Bändchen von mir. Frederik Seehauser setzt alle Stationen der Klinik in Alarmbereitschaft. Am Waldhotel verzweifeln die Eltern fast aus Angst um ihre Tochter. Aber nicht nur die Braut ist unauffindbar. Auch Trauzeuge Ole ist verschollen, bis er plötzlich unerwartet auftaucht. Ey, mach keinen Scheiß. Das Beinwort kommt jetzt. Wir brauchen als erstes den Zugang. Wir müssen den Weg. Ruhig, nicht bewegen, nicht bewegen, nicht bewegen, ruhig atmen, kein A-Problem. Haben wir ein. Der Oma hat auch die Lungenwand weiter belüftet. Kein B-Problem. Nicht bewegen. Sie bewegen sich kein Zentimeter, kein Millimeter. Hören Sie nicht. Sie kriegen jetzt was gegen die Schmerzen. Zugang. Hannes? Ja? Gib ihm direkt zu Fenta. Mach ich. Hier, einmal. Mach direkt zu Fenta. Doktor, einmal Seite. Marion? Ja, ich hab keine Ahnung, weil ich hier loslasse. Wo ist der Zugang? Hier, links neben mir. Hier, helfen Sie. Weg mit Schlingel. Ja? Mir reißt es gleich hier unten. Wir machen den erstmal aufs Board. Ich hab nur hier vorbei. Mist, ich kann nicht mehr. Ruhig, ich halte hier einen Kopf fest. Okay, kannst du mir geben, danke. Okay, Sie bekommen jetzt was gegen die Schmerzen. Ja, ja.
Der Mann war in einer lebensbedrohlichen Situation. Ich musste von zahlreichen Frakturen ausgehen. Ich habe mich darauf konzentriert, seine HWS, seine Halswirbelsäule zu stabilisieren und ihn sofort mit einem sogenannten Abschuss zu therapieren. Das heißt, er hat von mir stärkstes Opioid bekommen, damit er die Schmerzen halbwegs erträgt. Auch für die Brauteltern ist die Situation kaum auszuhalten. Offenbar strömt eine Substanz in ihr Hotel, durch die niemand mehr atmen kann. Ob Ole deshalb gesprungen ist oder ob der Trauzeuge vor jemandem fliehen musste, wollen die Aufstreife-Polizisten ermitteln. Für die Ersthelfer um Notarzt Alexander Klaas zählt derweil nur die Versorgung des Patienten. Ich habe die Füße fixiert. Ja. So, fühlen Sie das hier? Fühlen Sie das? Nein. Der hat kein Gefühl mehr in den Beinen. Querschnitt. Okay. Ich zieh mir einfach einen Handschuh jetzt über. Tobi, ja. Du nimmst ihn unter den Achseln. Ich hab den Kopf. Okay. Wartet, macht ihr, Jungs, Mädels. Alles klar. Gib mir eine Sekunde, gib mir eine Wir müssen Sekunde. Von allen Seiten. Hast du das hier gesehen? Ich weiß nicht, ob hier eine Fraktur ist. Da war ich noch nicht. Okay. Ich wollte nur das Becken stabilisieren. So, haben wir alle was? Alles klar, zwei müssen unter die Achseln. Kopf sagt Anna. Bei diesem Polytrauma-Patienten galt es erstmal, ihn zu immobilisieren, damit wir weitere Verletzungen abwenden können. Dann galt es, so schnell wie möglich in die Klinik am Südring mit ihm zu fahren, damit wir dort die CT-Traumaspirale durchführen können. Sie erzählen einfach weiter. Eins, erzählen Sie mir eine Geschichte. Und Sie waren in Indien. Bali war. Wo steht die Frage? Urlaub. Schönes Wetter in Indien, ne? Ja. Da vorne. Die Frage, warum der Trauzeuge in voller Angst aus dem Fenster sprang, bleibt vorerst ungelöst. Weil er seine Beine nicht mehr spürt, wird er mit Verdacht auf eine Querschnittslähmung in die Klinik am Südring transportiert. Gut, also ich habe gerade die Sirene schon gehört. Bescheid gesagt. Die Schwestern wissen alle Bescheid. Okay, Frau Kaum ist fertig. Ja, alles klar. Wir haben zum ersten Schwerverletzten. Ah, das ist der erste. Einmal bitte direkt durch. Gut, dann ist das einmal. Direkt in den Sport Schock Kaum. Kommst du mit, Luisa? Gut. Einmal rechts bitte. Okay. Okay, dann kommen wir einmal her. Ich fange schon mal an. Ja. Männlicher Patient, 30 Jahre, ist aus dem dritten Stockwerk gestürzt. Ja. Er hat unten Lähmungserscheinungen. Er ist Gott sei Dank zwischen zwei Bierbänke gefallen, okay. So dass das Verletzungsmuster nicht typisch ist. Vorerkrankungen sind nicht bekannt, Medikamente nicht bekannt. Darf ich dir das gerade geben? Aus dem wievielten Stock? Dritter Stock, aber auf eine Bier. Sollen wir einmal rüber? Alles klar. Okay. Hat ihr, Moment, du musst den Grund loslassen. Ich komme da nicht runter. Bitte, ich habe ein Traumaskin. Eins, zwei, drei. Okay. Okay. Name des Patienten noch für mich? Ja. Ole, der war der Brauchzeuge. Okay, also. Bauch war nicht hart. Beidseits okay, Achtung, wird mal kalt. Ja, kein Gefühl in den Beinen. Ich bleib ganz noch ruhig atmen, ganz ruhig atmen. Ich muss jetzt gleich weiter. Okay. Wenn noch irgendwas sein sollte. Ihr müsst direkt zurück, ne? Ja, ich muss sofort keine rüber. Allergien. Dann anrufen. Alles klar. Okay, Blase ist frei. Alles Gute. Tschüss. Wo sind denn die? Ganz ruhig, ganz versuchen Sie mal ganz entspannt. Achtung. Zu atmen. Wie war der Name? Hast du das? Ole Helwig, 30 Jahre. Was ist denn passiert? Kannst du mir noch mal sagen? Ich war in meinem Hotelzimmer und an der Klimaanlage. Was mit der Klimaanlage? Die Ringe holen. Klimaanlage. Ich wollte frische Luft von der Klimaanlage und die. Augen. Ganz ruhig. Augen gebrannt. Klimaanlage, Augen gebrannt. Wisst ihr da irgendwas schon? Hat er was gesagt? Geh mal, sag mal, da bist du ja schon. Da bist du. Also, er kann jetzt CT jetzt gehen. Gebrannt. CT ist frei. Pass auf. Schwaffelt irgendwas von Klimaanlage, Augen gebrannt danach. So richtig zuordnen kann ich nicht, aber ich weiß noch nicht, was da vorgefallen ist. Der Notarzt wusste jetzt auch nichts davon. Gib das mal weiter, vielleicht bringt uns das irgendwie was. Ansonsten würden wir jetzt direkt ins CT, das ist frei. Was war denn mit der Klimaanlage? Wollt ihr die Ringe holen? Ich sag für Leitscheine Bescheid. Sag mal Leitscheine Bescheid. Wir fahren. Sauerstoff ist an. Okay, ganz ruhig, ne? Gut, wir fahren einmal rüber. Mach mal hier Flasches. Wie gesagt, gib das mal weiter. Ich weiß auch nicht. Der Trauzeuge gibt an, es gibt Probleme mit der Klimaanlage. Klimaanlage, ja, das verstanden. Einsatzleitung hat verstanden. Ich habe gerade eine Meldung bekommen. Da ist die Polizei, wir müssen mal eben Kontakt aufnehmen. Ja. Hallo zusammen. Ich habe gerade eine Meldung bekommen aus dem Krankenhaus. Und da ging es darum, dass es sich wahrscheinlich um eine Klimaanlage handelt oder sowas. Für euch zur Kenntnis erstmal. Und für uns ganz wichtig, dass du den Angriffstrupp jetzt erstmal dahin schickst, dass sie die Klimaanlage wahrscheinlich irgendwie kontrollieren. Ich weiß nicht, was dass das da jetzt. Irgendwas eingeleitet wurde, dass da was rausströmt. Mal. Genau. Wir wissen natürlich jetzt im Moment noch nicht was. Es gibt natürlich verschiedene Medien, die eingeführt werden können, die zu Reiz- und Ätzwirkung führen können. Aber das müssen wir auf jeden Fall erstmal abklären jetzt. Messtrupp von Fahrzeugführer kommen.
Für uns war natürlich die Frage, ist die Klimaanlage jetzt defekt? Wir mussten unbedingt rausfinden, ist sie defekt oder wurde dran rummanipuliert? Und dann war natürlich die Tochter noch vermisst und die mussten wir natürlich erstmal suchen. Und wir wussten natürlich nicht, in welchem Zustand sie ist. Die Polizisten halten es für möglich, dass jemand die Hochzeit verhindern wollte und dazu die Klimaanlage manipuliert hat. Schließlich hatte der Trauzeuge bemerkt, dass durch den Lüftungsschacht eine Substanz ins Hotelzimmer eingedrungen ist. Doch um welchen giftigen Stoff handelt es sich hier? Ein Ende des Großeinsatzes ist noch lange nicht absehbar. Auch nicht für die verletzten Beamten. Ich spiel mal eben die Augen. Oh, Kollege ist Junge, da. Wo warst du? Hallo. Einziger Albtraum dieser Hochzeit. So, sollen wir einmal hier gucken, was ja, ist los? Ich hab Probleme am Arm. Ich habe auch gerade gesehen, da ist ein riesiges Hämatom hat sich gebildet. Ich habe da einen Stuhl oder einen Tisch. Ich habe irgendwas von hinten. Einmal die Schere, bitte. Ja, das ist was sonst? Sonst nur ein bisschen ich immer noch diesen Husten, ne, durch dieses Gas. Ja. Und ja, das Training ist besser geworden. Ne? Ich sonst keine Beschwerden außer dem Arm jetzt. Ne? Ich ja, guck mal gerade. Wo ist das Hämatom? Hier sind im Bereich. Ich habe nur diesen Schlag. Kannst du dann auch mal dahin mit dem Trainer hat so aufgehört. Ne? Also es war zu viel besser Gas. Jetzt geworden. Ja, hast du sonst denn irgendwelche Beschwerden? Nur noch diesen Reiz. Oh ja. Ne? Oh ja, das große Hämatom. Pass auf, da gehen wir mal jetzt ins Auto rüber. Pass auf, also das würde ich lassen. Halt, pass mal auf, unterstütz den mal ganz kurz. Ich gucke hier einfach noch mal ganz. Tut's dir weh? Hier in diesem Bereich, ne? Okay. Finger kannst du bewegen? Den Finger kann ich bewegen. Okay, spüren tust du das auch? Ja. Okay, das ist ja schon mal ganz gut. Pass auf, unterstütz den noch gerade. Ich würde das schon am liebsten röntgen lassen, ja, weil da müssen wir gucken, das kann vielleicht frakturiert sein. Alter, wo warst du denn? Ich war noch in diesem Saal mit Erik, wir haben noch einer Frau geholfen. Ja. Nachher kam die Feuerwehr. Was, wo Marina? Habt ihr die gefunden? Oder? Von der Braut noch gar nichts. Gar nichts. Nirgends. Das ist doch nicht normal. Ja. Mist, und jetzt? Die fahren wir. Keine Ahnung. Ich würde vorschlagen, jetzt fahren wir mal ins Krankenhaus hier. Das muss auf jeden Fall geröntgt werden. Ja? Ja. Okay, das wird noch im Auto geschient. Ja, Farbe habe ich gewechselt. Kann ich da mitfahren? Ja, mit ihm direkt. Ja, macht Sinn, wenn er zusammenfährt. Wir sind aus Pärchen gekommen, aus Pärchen gehen. Doch den verletzten Polizisten lässt das Drama auf der Hochzeit ihrer Freunde keine Ruhe. Sie wollen die Ermittlungen ihrer Kollegen Marc Westerhofen und Peter Rothmeier von der Klinik aus unterstützen. Ich weiß nicht, was hier abgegangen ist. Was habt ihr denn so für ein Gefühl, was das sein hätte können? Ist das ein Gasausbruch oder so? Weißt du, hab mich an CS-Gas erinnert. Ja, die haben alles am Husten, okay, alle gleich am Husten. Das wäre mein Fall, ich weiß es nicht. Es gab aber nachher noch kurz danach eine Explosion. Genau, es hat gerumst. Und es war alles voller Rauch, ne? Okay. Ihr fahrt jetzt erstmal, ihr seid erstmal safe. Ihr geht ja schon mal ärztlich versorgen, ihr seid komplett raus. Wir kommen ganz später, wenn ihr irgendwann mal wieder fit seid. Paul Richter macht sich jedoch große Sorgen um die Verlobte seines Kumpels und bittet seine Kollegen nachzuhaken. Seit fast 30 Minuten ist die Tochter der Hotelbesitzer unauffindbar.